Die Andrea von Rad auf Draht, die war letzte Woche in Tirol. Und da hat sie eine Schule besucht, eine ganz besondere Schule. Denn in dieser Schule ist etwas möglich, was in vielen Schulen in Österreich nicht möglich ist. Dort werden behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet. Und das schauen wir uns jetzt an. In dieser dritten Volksschulklasse in Weißenbach im Außerfern werden behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet. Man nennt das einen integrativen Schulversuch. In dieser Klasse gibt es zwei Lehrerinnen und zwei behinderte Kinder. Wie sehen nun die Kinder das Zusammensein mit den Behinderten in ihrer Klasse? Es ist doch, dass sie mal mit Gesunden spielen können. Weil wir können mehr mit ihnen machen. So spielen. So Spiele spielen oder wo ein Buch so Bilder heraussuchen. Und sie müssen dann sagen, was das, wenn ein Tier drauf ist, was das für ein Tier ist oder so. Sachen erklären können wir den Behinderten, wenn sie das nicht wissen. Das ist gut, weil wenn sie Ding bei ganzen Haufen behindert sind, die Behinderten, nachher lernen sie so viel. Und wenn sie blind sind, nachher lernen sie, glaube ich, mehr, als wenn sie bei normalen Kindern sind. Welche Kinder sind nun mit Ernste wirklich befreundet? Also ich frage ihn, wenn Bilder sind, zum Beispiel, wie viele Kinder sind da drauf oder so. Was steht da? Komm, Schatz. Mama. Gut, legst du Mama? Da hängst du dran, still. Da, Mama. Und da ist er? Und da ist er? Ganz gut, kannst du das. Ja, ich schaue auch mit manchmal Bilder an. Und sortiere. Und wenn manchmal ganz so Schlangen oder sind, dann sage ich halt, das ist kein schönes Tier. Dann sagt er immer, so. Und dann spiele ich halt immer mit ihm. Die Kinder der dritten Klasse beschäftigen sich schon intensiv mit der Zeit nach der Volksschule. Ob alle gemeinsam die Hauptschule besuchen oder die Behinderten in die Sonderschule gehen werden. Ja, weil wenn zum Beispiel andere behinderte Kinder sind und die können nicht gehen oder so und aber mit dem Wolfi spielen, dann können sie auch nicht so viel tun, als wie mit uns, weil wir gesund sind. Ich wünsche, dass sie mit uns in die Hauptschule gehen können, weil nachher sind sie mit uns alle zusammen. Nachher sind wir mit ihnen zusammen und sie mit uns. Das finde ich eigentlich besser, dass mit uns in die Hauptschule kommen. Das ist gut, dass wenn sie mit uns in die Hauptschule gehen, nachher ist es besser, weil wenn jetzt andere Kinder kommen, die können dann stehen und Wolfi wird wahrscheinlich nachher können sie zu vielleicht in der, so Freundschaft schließen oder so. Manche Leute, die sagen, Behinderte, die sind blöd, die kennen nichts. Aber derweil stimmt es gar, die kennen manchmal einen ganzen Haufen. Die Kinder in Weißenbach möchten also auch nach der Volksschule zusammenbleiben. In Innsbruck hingegen gibt es bisher noch nicht einmal eine integrative Volksschulklasse. Zunächst einmal darum nicht, weil wir in Innsbruck ein voll ausgebautes Sonderschulwesen haben. Die Situation in Orten im Lechtal wie in Weißenbach oder in Steg
muss ja ganz anders gesehen werden als die Situation in Tirol. Diese Kindergartenkinder aus Innsbruck haben das Zusammenleben von klein auf gelernt. Nach dem Kindergarten sollen sie nach dem derzeitigen Stand jedenfalls getrennt werden. In Volksschüler und Sonderschüler. Bleibt nur die Hoffnung, dass die Behörde die Einrichtung einer integrativen Klasse im kommenden Schuljahr tatkräftig unterstützt. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, mit Behinderten gemeinsam in eine Schule zu gehen? Ja, ich könnte mir das schon gut vorstellen. Weil ich finde, die behinderten Kinder haben genauso ein Recht, in eine öffentliche Schule und normale Schule zu gehen, wie wir normalen Kindern. Und der Klassengemeinschaft, finde ich, würde das auch zugutekommen, weil man lernt schon in der Kindheit, also den Umgang mit behinderten Kindern und ist dann im späteren Leben, hat nicht so eine Abneigung gegen sie, sondern weiß, wie man mit ihnen umgeht. Mhm. Und ich finde, das wäre schon gut. Mhm. Habt ihr Erfahrung mit Behinderten? Kennt ihr Behinderte? Ja, also manche, die sagen, also jetzt kann ich keine Frau kriegen oder keinen Mann kriegen, weil ich behindert bin. Aber es stimmt eigentlich gar nicht, weil wenn manche sind auch hilfsbereit für die Behinderten. Mhm. Und es können doch Freundschaften stehen, wie wir gesehen haben im Film, wenn das also total gute Beispiel, Freunde geworden sind. Nicht? Man lernt in den Umgang in einfach der Klasse damit. Dann. Ja. Ja, du kennst ich das auch. Ich kenne ein fünfjähriges Mädchen, das heißt Bettina. Mhm. Und es ist, es kann auch immer nicht trinken, aber das ist so lieb. Das hilft dir manchmal. Ja. Mhm. Also ihr glaubt, dass so ein Schulversuch gut wäre, wenn es das öfter in Österreich gäbe? Ja. Ihr würdet jetzt da gerne gehen. Wenn zwei Kinder, die Kinder in einer Klasse sind, dann hat das ja auch fast überhaupt keinen Einfluss auf den Lernfortschritt. Das glaube ich auch. Da ist ja noch ein Lehrer meistens dabei dann, der dann zusätzlich für die Behinderten da ist. Und die Kinder lernen eben untereinander besser miteinander umgehen. Ich glaube, das wäre auch ganz gut. Also hoffen wir, dass bald mehr solche Schulversuche gibt, Behinderte mit Nichtbehinderten.